Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten werden in der Praxis mit komplexen Störungen am Bewegungsapparat konfrontiert. In den Modulen Assessment und Interventionen führen wir unsere Studierenden schrittweise an den zukünftigen klinischen Alltag heran. Wir verknüpfen in unserem Unterricht biomedizinische, psychosoziale Aspekte und therapeutisches Grundlagenwissen mit dem patientenzentrierten Problemlösungsprozess, dem sogenannten Clinical Reasoning. Der Clinical Reasoning-Prozess ist der Denk-, Entscheidung- und Handlungsprozess in der Physiotherapie. In unseren Modulen werden diese überfachlichen Kompetenzen der Studierenden im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit und das Handlungsfähigsein im klinischen Alltag durch den physiotherapeutischen Problemlösungsprozess geschult und ermöglicht. In den praktischen Lektionen schaffen wir relevante klinische Bedeutung, vernetzen die Theorie mit Erfahrungen und Handlungen in verschiedenen Kontexten. Wir bauen eine einfache Wissensstruktur und Problemlösungsstruktur auf und ergänzen die mit jedem Modul. Wir haben mit der LWS aufgehört das letzte Jahr und heute war die Brustwirbelsäule das Thema. Und jetzt haben wir das, was wir gelernt haben in der LWS, haben wir ergänzt durch regionsspezifische Informationen, aber wir haben auch immer weiter in die Tiefe, also es wird immer komplexer, komplizierter. Am Anfang sehr einfach, am Schluss sehr komplex, weil unsere Patienten, die die Studierenden sehen werden, sind komplex. Wir haben dann versucht, den theoretischen Aspekt auch in die Palpation umzumünzen. Das heißt, was findet man für klinische Zeichen bei einer blockierten Rippe? Und das haben sie in der Palpation versucht zu finden. Natürlich haben die Studierenden keine blockierten Rippen. Wir wollen Neugier und Interesse wecken, dabei möglichst viel Autonomie im Lernprozess ermöglichen und als Vorbilder sowohl mit Fachwissen als auch mit Freude, Engagement und Humor die berufliche Identität mitprägen. Was mir am Herzen liegt, ist, dass die Studierenden selbstständig denken, dass sie nicht einem Guru nachhängen müssen, sondern dass sie ein Problem selbstständig analysieren und selbstständig behandeln können, immer im Kontext der wissenschaftlichen Evidenz, aber auch der eigenen Erfahrungen, die sie mitbringen. Diese intrinsische Motivation macht, dass sie Interesse haben an der Materie, weil sie können es direkt mit dem Problem, das sie gehabt haben, verknüpfen. Zum Beispiel, dass sie den Fuß übertreten haben und diese eigenen Erfahrungen, die sie gemacht haben, die versuche ich zu nutzen, weil sie waren mit einem physischen Problem konfrontiert und ich möchte das nachher in ein therapeutisches Setting umsetzen. Was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass Lernen Spaß machen soll. Sie sollen lachen können und sie sollen Spaß an dem finden, was sie tun. Das ist mir eines der größten Anliegen überhaupt.